Ich möchte mit Ihnen über ein Thema nachdenken, das uns immer wieder beschäftigt, nämlich Gewissheit macht froh. Es geht heute Morgen um die Frage, kann man es eigentlich wissen, dass einem Jesus die Sünden vergeben hat? Kann man es wissen, dass einem Gott angenommen hat? Kann man es wissen, dass man ewiges Leben hat? Oder, wie das manche Leute sagen, kann man das letztlich eben nur hoffen? In einer Radiosendung sagte ein junger Mann, ich war bisher mein ganzes Leben lang immer auf der Suche und ich werde es wohl ein Leben lang sein. Nun, so kann man leben, das ist gar keine Frage. Aber wenn man immer auf der Suche ist, dann bleibt letztlich eine innere Unruhe. Ich möchte Ihnen heute Morgen zunächst einmal einen eigenartigen Tatbestand aufzeigen. Wissen Sie, wir Menschen sind im Grunde genommen schon eigenartige Wesen. Wir wollen nämlich normalerweise alles ganz genau wissen. Nur Gott gegenüber leisten wir uns eine unerhörte Ungewissheit. Wenn beispielsweise der stärkste Mann ein kleines Wehwehchen hat, dann läuft er ganz schnell zum Arzt, lässt sich sorgfältig untersuchen und fragt dann so ein bisschen ängstlich, Herr Doktor, aber es ist doch nichts Schlimmes. Und wenn dann der Arzt nach der Untersuchung sagt, nein, Sie sind im Grunde genommen gesund, dann ist er darüber sehr froh. Man will wissen, dass man gesund ist. Und ich denke an ein junges Paar, die waren frisch verheiratet. Sie werden vielleicht sagen, ja, das ist typisch die Schweizer, die sichern da sowieso alles ab. Nachdem die verheiratet waren, nahmen sie sich 2 Abende lang Zeit, um mit einem Versicherungsexperten darüber nachzudenken, welche Versicherungen sind jetzt nötig und welche nicht. Ist das sinnvoll? Ja, wir Schweizer würden auf jeden Fall sagen, es ist sinnvoll, ob Sie Deutschen das auch sagen oder die Russlanddeutschen, weiß ich nicht. Aber es ist doch wichtig, dass wir die richtigen Versicherungen abschließen. Denn stellen Sie sich vor, wir würden eine Versicherung abschließen, die wir gar nicht nötig haben. Zum Beispiel eine goldene Nase. Oder wir würden eine Versicherung nicht abschließen, die wir ganz dringend nötig haben. Und so könnte ich Ihnen noch ganz viele Beispiele sagen, die wir einfach absichern. Wir wollen normalerweise alles genau wissen. Haben Sie bis jetzt den Gedankengang trotz allem Unterbrechungen verstanden? Gut. Und jetzt kommt der eigenartige Tatbestand. Gott gegenüber leisten wir uns eine unerhörte Ungewissheit. Wir waren in Basel auf der Straße, wir haben versucht mit Menschen über Jesus zu reden. Da komme ich einem Mann, stehe ich gegenüber, war ein Metzgermeister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können Sie sich vorstellen, so ein richtiger Kleiderkasten. Und dann versuche ich mit ihm über Jesus zu reden. Und dann sagt er relativ überlegen, ich habe keine Interessen an religiösen Fragen. Wer mich kennt, weiß, ich kann schon ein bisschen hartnäckig sein. Und so habe ich nachgefragt, habe gesagt, aber du musst doch wissen, wo du die Ewigkeit verbringst. Hat er gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich habe weiter nachgehakt und dann habe ich gemerkt, er hatte von Tuten und Blasen im Grunde genommen keine Ahnung. Ist das nicht eigenartig? Noch einmal, natürlich, es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir gesund sind. Es ist wichtig, dass wir die richtigen Versicherungen abschließen. Es ist wichtig, dass wir möglichst vieles absichern. Aber Gott gegenüber, diese Frage, wo verbringen wir die Ewigkeit, die Frage ist noch viel, viel wichtiger. Und zwar deswegen, weil die Bibel klar und deutlich sagt, es gibt Himmel und Hölle. Ich weiß, was einige von Ihnen denken. In diesen Tagen kam auch jemand auf mich zu und hat gesagt, das glaube ich nicht. Es gibt Leute, die sagen, ja, die Hölle, das ist doch die Erfindung der alten Kirche. Man wollte den Menschen Angst machen, also hat man die Höllenstrafe erfunden. Aber wenn Sie einmal das Neue Testament lesen, dann fällt Ihnen auf, die meisten Stellen über die Hölle sind Zitate von Jesus Christus. Vor allem die Stellen, wo die Hölle beschrieben wird, sind alles ausschließlich Zitate von Jesus Christus. Das heißt also ausgerechnet Jesus, der ja die Liebe in Person war. Es gab niemand auf dieser Welt, der mehr geliebt hat als Jesus, hat am allermeisten über die Hölle geredet. Die alte Kirche hat diese Lehre dann ganz schnell bagatellisiert. Sie haben vielleicht auch schon mal gehört, man sprach vom Fegefeuer.
Da wird gesagt, da kommt ein Mensch hinein, aber irgendwann kommt er wieder hinaus, nach weiß ich wie viel 100 Jahren oder 1000 Jahren. Aber die Bibel und Jesus Christus reden nirgends vom Fegefeuer. Aber sie reden von der Hölle. Jesus hat dabei keine Schauermärchen erzählt, aber er hat schon gesagt, es ist ein furchtbarer Ort. Er hat gesagt, dort ist Heulen und Zähneklappen. Er hat gesagt, dort ist tiefste Finsternis. Er hat gesagt, die Hölle dauert ewig. Ewig, ewig, ewig. Und wir haben Kinder unter uns. Wir können ja die Ewigkeit uns gar nicht vorstellen. Aber ich möchte euch mal ein Bild zeigen. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, Kinder, damit ihr etwas von der Ewigkeit versteht. Stellt euch einmal vor, so einen riesigen, hohen Schweizer Berg. Könnt ihr euch das vorstellen? Und alle Million Jahre kommt ein kleines Vögelchen und pickt einmal mit dem Schnabel auf diesen Berg. Wenn der Berg durch diesen Vogel abgebaut ist, ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. So, jetzt hat man so ein bisschen eine Ahnung, wie lange ewig bedeutet. Ewig ist einfach ewig. Und noch etwas, Jesus hat gesagt, hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Also Sie müssen sich im Klaren sein, wenn Sie sterben, sind die Würfel gefallen. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, dass wir in den Himmel kommen. Ich weiß, die Frage ist nicht so angenehm, aber ich bitte Sie, stellen Sie sich diese Frage, bis Sie es hundertprozentig wissen. Einverstanden? Machen Sie es? Ich bitte Sie. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gibt es nun Gewissheit in dieser Frage? Sie sagen vielleicht, dass 2 mal 2 4 gibt, das weiß ich, aber ob ich in den Himmel komme, das kann man doch höchstens hoffen. Oder vielleicht sagen Sie, ist das nicht gerade der Witz am Glauben, dass man alles glauben muss und letztlich nichts weiß? Nun, die ersten Christen wussten, dass sie gerettet sind. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief an eine christliche Gemeinde in Rom und da schreibt er unter anderem, so gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Er schreibt nicht, ich hoffe, ich vermute, ich glaube, sondern er sagt, ich bin gewiss, ganz sicher. Einige Sätze später schreibt er, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten und scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Auch hier wieder, ich bin gewiss. Nicht ich hoffe, nicht ich vermute, sondern ich bin gewiss. Der Apostel Petrus schreibt einen Brief an eine andere christliche Gemeinde. Und er schreibt in diesem Brief, ihr wisst, dass ihr nicht mit dem vergänglichen Silber und Gold erlöst seid, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Auch hier wieder, ihr wisst. Petrus setzte voraus, dass die Empfänger seines Briefes wissen, dass sie gerettet sind, dass sie erlöst sind. Stellen Sie sich vor, ich hätte Ihnen einen Brief geschrieben. Ich hätte geschrieben, lieber Herr so und so, liebe Frau so und so, oder den Kindern, lieber so und so, liebe so und so. Du weißt ja, dass du erlöst bist. Was hätten Sie gedacht? Hätten Sie sagen können, jawohl, ich weiß das ganz sicher, oder hätten Sie sagen müssen, nein, so ganz sicher bin ich nicht. Die ersten Christen hatten strahlende Gewissheit. Und dann ist es interessant, die Christen zu allen Zeiten wussten, dass sie gerettet sind. Davon geben uns alte Lieder Zeugnis. Zum Beispiel in einem Lied von Ernst Moritz Arndt. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Auch hier wieder nicht ich hoffe, ich vermute, ich glaube, sondern ich bin gewiss. Und in einem anderen Lied werden Fragen gestellt und dann gibt es klare Antworten. Die Frage, wer tilgt meine Sünden? Und dann eine klare Antwort, Jesus allein. Wer schenkt mir Mut nach dem Falle? Eine klare Antwort, Jesus allein. Wer kann auch mir ein neues Leben, Frieden und wahre Freude geben? Jesus allein. Also Christen zu allen Zeiten wussten, dass sie gerettet sind. Und meine Freunde, ich bin seit bald, oder vielleicht inzwischen gerade seit 34 Jahren auf dem Weg mit Jesus. Und ich weiß seit diesem Augenblick, seit meiner Bekehrung, ich bin gerettet.
Es gab keinen einzigen Augenblick, nicht einen Augenblick, wo ich an dieser Gewissheit gezweifelt hätte. Die ersten Christen, alle Christen, wussten es hundertprozentig. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Worauf gründet sich denn diese Gewissheit? Warum kann man es wissen? Und ich merke immer wieder, es gibt hier viele Missverständnisse. Es gibt ganz viele Leute, die haben falsche Vorstellungen. Zum Beispiel denken viele Leute, ich muss es doch fühlen. Eine junge Frau kommt auf mich zu und sagt, ich fühle nichts. Ich muss doch fühlen, dass mir Jesus die Sünden vergeben hat. Aber meine Freunde, das mit den Gefühlen ist eine ganz unsichere Sache. Ich weiß nicht, wie Ihre Gefühle sind, aber meine Gefühle schwanken. Von Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt, manchmal innerhalb von wenigen Augenblicken. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, es käme auf meine Gefühle an. Wenn ich gute Gefühle hätte, wäre ich gerettet. Wenn ich negative Gefühle hätte, wäre ich verloren. Das wäre schlimm. Nein, es kommt nicht auf die Gefühle an. Ich möchte Ihnen das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie mich heute Morgen fragen würden, Beat, bist du verheiratet? Dann würde ich Ihnen sagen, natürlich bin ich verheiratet. Ich weiß das hundertprozentig. Ich würde ja nicht sagen, ich hoffe, dass ich verheiratet bin. Wer würde so etwas sagen? Nein, ich würde sagen, ich weiß, dass ich verheiratet bin. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich das fühle, ja, was denken Sie, was ich jetzt sage? Nun, ich würde sagen, manchmal schon. Wenn ich müde nach Hause komme, meine Frau verwöhnt mich nach Strich und Faden, dann fühle ich natürlich, dass ich verheiratet bin. Aber wir haben auch Wolkentage in unserer Ehe manchmal. Und da fühle ich überhaupt nichts. Aber wenn Sie mich in diesem Augenblick fragen würden, bist du verheiratet, würde ich sagen, natürlich bin ich verheiratet, obwohl ich nichts fühle. Ja, warum weiß ich es? Ganz einfach, ich war dabei, als ich geheiratet habe. Ich habe damals auf dem Standesamt und in der Gemeinde, im Gottesdienst Ja gesagt zu meiner Frau. Meine Frau hat Ja gesagt zu mir, wir haben unterschrieben, wir haben den Bund der Ehe geschlossen und darum weiß ich, ich bin verheiratet. Genauso ist es mit Jesus. Jesus sagt schon lange Ja zu mir, aber irgendwann müssen wir uns unsere Hand in seine Hand hineinlegen. Wir müssen uns bekehren. Wir müssen den Bund mit ihm schließen. Und dann dürfen wir wissen, jetzt sind wir gerettet. Also verlassen Sie sich nicht auf die Gefühle. Ich bin Leuten begegnet, die hatten unglaublich religiöse Gefühle. Aber sie haben nie Ja gesagt zu Jesus. Und ich muss ihnen sagen, du bist nicht gerettet. Verlassen Sie sich nicht auf die Gefühle. Ein zweites Missverständnis. Manche Leute haben den Eindruck, man kommt in den Himmel durch ein einigermaßen gutes Leben, durch gute Werke. Da sitze ich einem über 90-jährigen Mann gegenüber, das sind ja besondere Augenblicke, da muss man sehr ehrfürchtig vorgehen. Aber ich habe ihn gefragt, habe gesagt, sagen Sie einmal, Sie wissen ganz genau, dass Sie nicht mehr lange zu leben haben. Wissen Sie, dass Sie in den Himmel kommen? Und dann hat er mich lieb angeschaut, hat gesagt, naja, ich denke schon, ich war ja nicht so ein schlechter Mensch und ich habe manche gute Werke getan. Aber das ist eine unsichere Sache, wie viele gute Werke muss ich denn tun? Reicht es, wenn ich so viele Werke getan habe wie mein Nachbar? Und dann gibt's ganz schlaue Leute, die sagen, ja gut, ich mache so viele gute Werke wie die Leute, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Aber reicht es, wenn ich so viele mache? Haben die Leute genug gute Werke getan? Also Sie merken, das mit den guten Werken ist eine unsichere Sache. Und jetzt kommt etwas Interessantes dazu. Die Bibel sagt, dass wir uns den Himmel mit guten Werken nicht verdienen können. Die Bibel sagt, wir werden nicht gerettet durch Werke. Es heißt hier nicht durch Werke, damit sich niemand rühmen kann. Stellen Sie sich einmal vor, wir kämen durch gute Werke in den Himmel. Wir kämen dort oben an, würden uns auf die Schulter klopfen und würden sagen, was sind wir für tolle Hechte, dass wir da oben sind. Verstehen Sie, das wäre ja nicht der Himmel, das wäre ja die Hölle. Weil das wäre ja Hochmut. Und darum hat es Gott so eingerichtet, dass wir uns den Himmel eben nicht verdienen können. Es wird niemand im Himmel sein, der sagt, ich habe ein gutes Leben geführt und habe es verdient, dass ich dort im Himmel sein werde.
Gut, aber jetzt stellt sich immer noch die Frage, worauf gründet sich denn unsere Gewissheit? Sind Sie noch bei mir? Gut, weil jetzt zeige ich Ihnen drei Dinge. Und ich bitte auch die Kinder, bei mir zu bleiben. Worauf gründet sich die Gewissheit? Ein erstes. Unsere Gewissheit gründet sich auf das Sterben Jesu am Kreuz. Meine Freunde, Jesus hat ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass er uns wirklich vergeben muss. Sie sagen vielleicht, naja, warum brauche ich denn überhaupt Vergebung? Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Ich sage mir immer wieder Leute, naja gut, natürlich habe ich gesündigt, aber so viel habe ich jetzt nicht gesündigt. Ich möchte mit Ihnen mal eine Rechnung machen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären ein ganz guter Mensch. Sie würden pro Tag nur dreimal sündigen. Da mal ein böser Gedanke, da mal eine Halbwahrheit, da mal irgendwie etwas, ein falsches Wort. Also Sie sündigen nur dreimal pro Tag. Ist das ein guter Mensch? Ja, ein sehr guter Mensch. Wenn Sie nur dreimal am Tag sündigen, dann sündigen Sie im Jahr über 1000 Mal. Und jetzt gehen wir mal davon aus, Sie sind so alt wie ich, etwas über 50. Die ersten 10 Jahre, die vergessen wir mal, da waren wir noch klein, da erinnern wir uns gar nicht mehr. Also wir rechnen nur vom 10. Lebensjahr bis 50, also die 40 Jahre. Wenn ich nur dreimal gesündigt habe pro Tag, dann habe ich in diesen 40 Jahren über 40.000 Mal gesündigt. Und jetzt merken Sie plötzlich, wow, das ist unglaublich viel. Wenn es einen heiligen Gott gibt, wenn es einen gerechten Gott gibt, muss er uns bestrafen. Und darum sagt die Bibel, niemand kann vor Gott bestehen. Und genau darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unseren Sünden zerschlagen und verwundet worden. Die Strafe, die wir verdient haben, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt begegnen mir immer wieder Menschen, die sagen, okay, aber warum musste Jesus sterben? Ich merke, es gibt viele Leute, die verstehen das nicht. Es gibt Leute, die sagen, warum kann Gott mir nicht einfach so vergeben? Warum kann ich nicht einfach zu Gott kommen und kann sagen, Gott, vergib mir meine Sünden? Und warum kann er mir dann nicht die Sünden vergeben? Warum musste Jesus für meine Sünden sterben? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, warum das so nötig ist. Aber ich möchte es Ihnen erklären. Gott hat ja verschiedene Eigenschaften und jetzt müssen Sie gut mitdenken. Gott ist auf der einen Seite barmherzig und Gott ist gerecht. Und es ist interessant, wenn jemand schuldig wird, dann kann man nicht beides sein, diesem Menschen gegenüber. Also man kann nicht gleichzeitig barmherzig und gerecht sein, sondern man muss sich immer entscheiden, entweder bin ich barmherzig oder ich bin gerecht. Glauben Sie nicht, dass es so ist? Ich erkläre es Ihnen an einem Beispiel. Angenommen, ich würde zum ersten Mal Großvater werden. Das ist so mein Wunsch. Meine Tochter hätte gerade ein Kind bekommen, wäre noch im Spital und ich würde sie zum ersten Mal besuchen. Ich bin natürlich so aufgeregt, ich steige ins Auto, ich fahre los, fahre zu schnell und werde dummerweise erwischt. Ein Polizist hält mich an, er will meine Papiere, dann sagt er, Herr Abri, Sie sind einfach zu schnell gefahren. Ich sage, Herr Polizist, ich weiß, dass ich zu schnell gefahren bin. Aber wissen Sie, ich bin gerade zum ersten Mal Großvater geworden. Ich bin auf dem Weg ins Spital. Könnten Sie nicht barmherzig sein und mir die Buße erlassen? Und zu meiner ganz großen Überraschung würde dieser Schweizer Polizist mir die Buße erlassen. Was wäre der Polizist jetzt? Er wäre barmherzig. Was wäre er nicht? Er wäre nicht gerecht. Weil wenn er gerecht ist, muss er mir die Buße geben. Ich habe ja einen Fehler gemacht. Gäbe es jetzt eine Möglichkeit, dass er barmherzig und gerecht bleibt? Ja, die gibt es. Er könnte mir die Buße ausstellen und dann könnte er sagen, so, und jetzt geben Sie mir den Einzahlungsschein, ich zahle Ihnen die Buße. Und jetzt wäre er beides. Er wäre gerecht, hat mir die Buße ausgestellt. Er wäre barmherzig, er hat sie selber bezahlt. Verstehen Sie das? Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber wir haben das in unserer Gemeinde erlebt. Wir hatten einen Polizisten.
Und eines Tages habe ich parkiert, wo ich nicht hätte parkieren sollen, und habe natürlich prompt ein Knöllchen bekommen, einen Bußenzettel. Ich schaue diesen Bußenzettel an und merke, es ist unser Polizist. Sie können sich vorstellen, ich war stinkesauer. Als ich ihn das nächste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, du hör mal, was fällt dir eigentlich ein? Du weißt, die Pastoren, die verdienen nicht unendlich viel, du hast gewusst, das ist mein Auto, warum hast du mir die Buße ausgestellt? Nun, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich gefragt, könntest du die Buße nicht zurückziehen? Dann sagt er, nein, das geht nicht, so von der Nummer und so weiter. Eine Buße, die ausgestellt ist, muss man zahlen, aber gib mir den Einzahlungsschein, ich zahle dir die Buße. Merken Sie, der Polizist war gerecht und barmherzig. Und genau das war das Problem von Gott. Gott ist gerecht und barmherzig und er kann uns eben nur vergeben, weil Jesus Christus an diesem Kreuz die Schuld bereits bezahlt hat. Er hat so quasi die Buße bezahlt. Ist das verständlich? Ich hoffe, dass ich Ihnen das gut erklärt habe. Darum musste Jesus sterben. Und jetzt kommt etwas Schönes. Es gibt in keiner anderen Weltreligion so ein sichtbares Zeichen. Wenn Sie einen Muslim fragen, ob er weiß, ob Allah ihm die Sünden vergeben hat, dann zuckt er die Schulter, weil er sagt, wenn Allah gnädig ist, aber ich weiß es nicht. Ein Christ muss nie so reden. Ein Christ kann immer wissen, ich weiß, Jesus hat vergeben, er hat mich angenommen, denn er ist am Kreuz für mich gestorben. Die erste Grundlage der Gewissheit ist also das Sterben Jesu am Kreuz. Die zweite Grundlage, unsere Gewissheit gründet sich auf den Aussagen der Bibel. Jesus war 3 Jahre mit seinen Jüngern zusammen und hat viel gelehrt über Gott, über den Menschen, über die Liebe Gottes, über den wertvollen Wert des Menschen, aber auch über seine Sünde. Und er hat 3 Jahre lang immer wieder gesagt, dass man es wissen kann, dass man gerettet ist. Ich zeige Ihnen ein paar Zitate von Jesus. Er sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ein anderes Mal hat er gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet werden. Dann hat Jesus gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann folgt eine ganz besonders schöne Stelle. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das haben die Jünger 3 Jahre lang gehört. Und darum wussten sie, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Er wird nicht hinausgestoßen. Und dann hat Jesus noch etwas gesagt. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nie vergehen. Und als Jesus das sagte, wussten die Jünger, alle diese Aussagen, die Jesus damals machte, gelten ja nicht nur für die erste Generation von Christen, sondern sie gelten für alle Generationen von Christen bis ans Ende der Welt. Und darum konnte einer der Apostel dann schreiben, dies habe ich euch geschrieben, nämlich das, was Jesus getan hat am Kreuz und das, was er gesagt hat. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also wir wissen es, weil es Jesus in der Bibel versprochen hat und weil er nicht lügen kann. Die dritte Grundlage, unsere Gewissheit gründet sich auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich sage ganz offen, das ist das Schwierigste, um zu erklären. Die Bibel sagt Folgendes, der Geist Gottes selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt mit anderen Worten, der Heilige Geist gibt mir in mein Herz hinein die Gewissheit, dass diese Aussagen, die in der Bibel stehen, mir persönlich gelten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, wie das geschehen kann. Ich denke an einen jungen Mann, er war so ungefähr 18 Jahre alt. Da hat er plötzlich in sich eine Stimme, die ihm immer wieder sagte, so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Er versuchte, diese Stimme zu beseitigen, sich zu beruhigen, er konnte manchmal fast nicht schlafen.
Er verglich sich mit anderen Menschen und hat dann gesagt, natürlich habe ich Sünden, aber jeder Mensch hat ja Sünden. Wenn ich nicht in den Himmel komme, wer kommt dann in den Himmel? Aber die Stimme blieb. So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Dann versuchte er, religiöser zu werden. Er ging in die Kirche, schlau wie er war, hatte die Leute beobachtet. Das waren ein paar alte Leutchen, das waren die Konfirmanden. Ja, die mussten ja. Dann hat er gedacht, ich bin doch eigentlich ein guter junger Mann. Ich interessiere mich noch für Gott. Gott muss doch mit meinem Leben zufrieden sein. Aber die Stimme blieb. So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Dann versucht er, ein besseres Leben zu führen. Das hat er gar nicht geschafft. Und so ging das über den ganzen Sommer hinweg bis in den Herbst hinein. Und dann besuchte er eine ähnliche Veranstaltung wie hier. Dort hörte er zum ersten Mal das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, dass man sich bekehren muss. Er sucht das seelsorgerliche Gespräch. Am Ende des Gespräches bekehrt er sich. Ich werde Ihnen noch erklären, wie man das macht. Nachdem er Jesus die Sünden bekannt hat und Jesus in sein Leben aufgenommen hat, geschieht gar nichts. Und dann passiert Folgendes. Der Seelsorgemitarbeiter fragt ihn, weißt du jetzt, dass du gerettet bist? Der junge Mann denkt, was soll ich jetzt sagen? Er denkt, wenn ich jetzt Nein sage, dann enttäusche ich ja diesen Mann. Der hat sich jetzt so intensiv Zeit für mich genommen und ich gebe ja auch irgendwie zu, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Das ist ziemlich peinlich. Der nächste Gedanke war aber, wenn Jesus mir jetzt wirklich vergeben hat und ich lüge, sage, ja, ich weiß das hundertprozentig, obwohl ich es nicht weiß, dann habe ich ja schon wieder eine Sünde in meinem Leben. Hat er so innerlich gekämpft, wie soll er antworten? Und dann hat er dem Seelsorger gesagt, ehrlich gesagt, ich fühle nichts. Und dann hat der Seelsorger gesagt, hör mal, es kommt nicht auf die Gefühle an. Sondern es kommt darauf an, dass es Jesus versprochen hat. Wer zu ihm kommt, wird er nicht hinausstoßen. Und wer zu ihm kommt, kann wissen, er ist gerettet. Und in dem Augenblick, wo der Seelsorger ihm das gesagt hat, ging diesem jungen Mann ein Kronleuchter auf. Und er wusste, ich bin gerettet. Warum? Weil es in der Bibel drin steht. Und dann ging er mit einer großen Gewissheit nach Hause. Ja, jetzt kamen die Gefühle hinein. Er ist förmlich nach Hause geschwebt. Aber die Gefühle waren nicht entscheidend, sondern er wusste, weil es in der Bibel steht und der Heilige Geist hat ihm diese Gewissheit ins Herz gegeben. Die Bibelstelle stimmt. Verstehen Sie das? Das ist hier gemeint. Also, wir wissen es, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, wir wissen es, weil es in der Bibel steht und weil der Heilige Geist durch die Bibel uns die Gewissheit schenkt. Und jetzt möchte ich Sie fragen, wissen Sie es? Ich möchte auch die Kinder fragen, weißt du, dass du gerettet bist? Und ich möchte die Erwachsenen fragen, wissen Sie es hundertprozentig? Wenn nein, komme ich zur nächsten Frage. Wie bekommen wir diese Gewissheit? Und ich sage es Ihnen jetzt so einfach wie möglich und so klar wie möglich. Sie bekommen diese Gewissheit durch eine klare Bekehrung. Und ich sage Ihnen, je klarer Sie sich bekehren, umso weniger haben Sie Probleme mit der Gewissheit. Die Menschen, die mir sagen, ja, ich bin auch irgendwie christlich, oder die sagen, ich bin ins Christsein hineingewachsen, oder ich war schon immer Christ. Ich sage Ihnen, die Christen tun mir unglaublich leid. Oder die christlichen Leute. Weil sie gar keine Gewissheit haben können, ja, weil sie gar nicht gerettet sind, weil sie sich einer Illusion zum Opfer geworden sind. Weil man ist nur Christ durch eine klare Bekehrung und Wiedergeburt. Das sagt die Bibel eindeutig. Und ich erkläre Ihnen jetzt noch einmal die Bekehrung mit einer Zeichnung, die ich in diesen Tagen schon mal gezeigt habe. Aber ich denke, viele können es dann gut verstehen, auch die Kinder. Seid jetzt bitte bei mir und schaut jetzt zu. Sie sehen hier einen Kreis. Und nehmen Sie es jetzt einmal ganz persönlich. Sie können Ihre eigene Geschichte sehen oder vielleicht müssen Sie das tun, was ich Ihnen jetzt sage. Der Kreis stellt unser Leben dar, das Leben eines Menschen. Die dunklen Punkte sind ein Symbol für unsere Sünden. Wir haben alle gesündigt. Das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Die Bibel sagt, das ist der Zustand jedes Menschen von uns. Jeder war mal in dieser Situation. Jeder. Einige von Ihnen sind es noch in diesem Augenblick.
Und jetzt, wie bekehrt man sich? Es sind zwei Schritte. Es ist so einfach. Die Bibel sagt das so eindeutig. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus meine Sünden bekenne. Ich habe das dargestellt mit ein paar Pfeilen. Wir müssen in einem Gebet Jesus die Sünden bringen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das macht man in einem Gebet. Indem man zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Sünden. Und dann zählt man die Dinge auf, ich habe da gesündigt und da und da und da. Bitte vergib mir. Vergib mir die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und in dem Moment, wo ich so bete, vergib mir Jesus meine Sünden, alle. Er macht mein Leben rein. Ich darf weiterleben, wie wenn ich nie gesündigt habe. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Schritt. Die Bibel sagt das ganz klar. Ich muss Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich muss ihn einladen. Die Bibel sagt nämlich, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und meine Freunde, man nimmt Jesus nicht an in einem Sakrament. Man nimmt Jesus nicht an durch die Taufe oder durch das Abendmahl. Das ist ein riesiger Irrtum. Sondern Jesus nimmt man auf in einem Gebet, indem man ihm einfach einlädt und sagt, Herr Jesus, ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für immer. Und wenn ein Mensch so betet, kommt Jesus in unser Leben hinein. Und jetzt werden wir ein Kind Gottes. Jetzt bekommen wir ewiges Leben. Wenn wir sterben, kommen wir ganz sicher in den Himmel. Und das Wunderbare ist, wir wissen bereits jetzt, dass wir ewiges Leben haben. Aber man muss sich einmal bekehren. Ich kann es Ihnen nur noch einmal sagen. Man muss sich einmal bekehren. Haben Sie sich bekehrt? Sonst geben Sie sich eine Illusion her. Nun möchte ich Ihnen noch einige Gründe sagen, warum gewisse Leute keine Gewissheit haben. Der erste Grund ist offensichtlich, man hat sich nie wirklich für Jesus entschieden. Man ist vielleicht kirchlich oder freikirchlich. Man hat sich vielleicht getaufen lassen, man liest ab und zu die Bibel, man betet, aber man hat nie den Bund mit Jesus geschlossen. Und meine Freunde, man hat die Gewissheit nicht. Und zum Glück hat man die Gewissheit nicht, denn man ist ja gar nicht gerettet. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich nicht bekehrt und Sie hätten die Gewissheit und am Schluss sterben Sie und kommen in die Hölle. Also man hat die Gewissheit nicht, weil man sich nicht bekehrt hat. Und ich lade heute Morgen noch einmal alle diejenigen ein, die sich nicht bekehrt haben, es endlich zu tun. Ich werde Ihnen am Ende Gelegenheit geben. Wir werden es so machen, dass wir es wieder gleich machen wie an den Abenden. Der Chor singt ein Lied, ich werde beten. Und dann lade ich diejenigen ein, die sich noch nicht bekehrt haben, zu persönlichen Gesprächen. Wir werden es organisatorisch so machen, dass diejenigen, die ein Gespräch möchten, hier in diesem Raum zurückbleiben können. Sie können sitzen bleiben, dort, wo Sie gerade sind. Wenn Sie hinten sitzen, sagen, das ist unangenehm, dann gehe ich lieber, kommen Sie lieber hier nach vorne, setzen Sie hier vorne hin, überhaupt kein Problem. Und die anderen bitte ich ausnahmsweise auch an diesem Gottesdienst, diesen Raum möglichst rasch und ruhig zu verlassen. Sie können dann hinuntergehen, da ist genügend Raum, Sie können hinausgehen, die Sonne scheint, ich denke, es ist kein Problem. Und dann, wenn die anderen draußen sind, bitte ich diejenigen, die sich bekehren möchten, zu mir zu kommen. Ich werde Ihnen noch etwas Kurzes sagen. Dann helfen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch erklären wir Ihnen noch einmal diese Entscheidung für Jesus. Dann würden wir gerne, wenn Sie möchten, mit Ihnen beten. Und dann können Sie die wichtigste Entscheidung treffen. Wir möchten noch ein kleines Heft geben für das Leben mit Jesus, das möchten wir Ihnen gerne geben, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde gerne zurückbleiben, aber allein schaffe ich das nicht, dann bitte ich Sie, sagen Sie das dieser Person, sagen Sie, jawohl, ich würde gerne zurückbleiben, allein schaffe ich es nicht, könntest du mich nicht begleiten. Die Person darf mit Ihnen zurückbleiben. Und ich betone noch einmal, es geht nicht um Kirchenmitgliedschaft. Sie werden nicht gerettet, weil Sie in eine Freikirche gehen, sondern Sie werden gerettet, weil Sie sich für Jesus entscheiden. Sie brauchen Gemeinschaft mit einer guten Gemeinde, in guter Gemeinschaft mit anderen Christen, um im Glauben zu wachsen. Aber es geht nicht um Rettung. Eine Kirche rettet Sie nicht. Eine Mitgliedschaft einer Freikirche rettet Sie nicht.
sondern nur diese Entscheidung für Jesus Christus. Und darum haben Sie doch den Mut. Ich weiß, dass einige unter uns hier sitzen, die schon lange an dieser Entscheidung herummachen. Ich habe den Eindruck, es sind Leute hier, die haben vielleicht eine gläubige Frau oder einen gläubigen Mann. Und sie besuchen ihrer Frau, ihres Mannes zuliebe, sie besuchen schon oft diese Gemeinde. Sie haben das schon oft gehört. Meine Freunde, das nützt ihnen nichts. Sondern sie müssen sich bekehren. Und soll ich Ihnen sagen, ich habe manchmal Angst für die Leute, die Monate oder Jahre lang in einen Gottesdienst gehen und sich nicht bekehren, weil es einfach mit der Zeit abprallt. Sie sitzen da und sagen, das habe ich schon oft gehört. Und es beschäftigt sie nicht mehr. Und ich hoffe, dass es nicht schon Anfang des Gerichtes ist. Darum, es ist gefährlich, das hinauszuzögern. Ich weiß, dass es Menschen hier gibt, die sind vielleicht schon mehrere Abende hier gewesen sind. Sie haben das gehört, sie haben das immer wieder hinausgezögert. Entscheiden Sie sich für Jesus. Ich lade die Kinder ein. Ich weiß, dass Kinder sich bekehren können. Meine Kinder haben sich alle zwischen 6,5 und 7,5 Jahren bekehrt. Und die wissen das heute noch. Weil das war eine klare Sache. Die haben das mal bewusst gemacht und sind fröhlich heute auf dem Weg mit Jesus. Ich möchte Mut machen. Also, man hat keine Heilsgewissheit, weil man sich nie klar für Jesus entschieden hat. Ein zweiter Grund. Manche haben keine Gewissheit, weil sie sich allein bekehrt haben. Natürlich kann man sich allein bekehren, ist keine Frage. Und es gibt Leute, die bekehren sich allein und die wissen es nachher auch, ich bin gerettet. Aber in vielen Fällen wissen sie es nicht. Darum legt Jesus ja so Wert aufs Bekenntnis. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Jesus hat normalerweise in aller Öffentlichkeit gerufen. Die Apostel haben in aller Öffentlichkeit gerufen. Lesen Sie mal das Neue Testament. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und darum ist es gut, das mit jemandem festzumachen. Und wenn Sie hier sind und sagen, ich habe mich schon mal im Herzen für Jesus entschieden, vielleicht irgendwann, vielleicht an den letzten Abenden zu Hause, dann bleiben Sie jetzt bitte sitzen. Und dann machen Sie das noch mit einem Menschen zusammen fest. Es wird Ihnen eine Riesenhilfe sein, zu dieser Gewissheit zu kommen. Ich weiß nicht, warum sich die Leute in Deutschland und in der Schweiz so schwer tun. Ich sage Ihnen, wenn wir irgendwo in einem anderen Kontinent wären, dann würden Hunderte von Menschen sich für Jesus entscheiden. Und in einer solchen Veranstaltung würden x Leute zurückbleiben, die wollen das. Und wir in der Schweiz, wir haben immer Hemmungen. Man ist eigentlich offen für den Glauben, sonst wäre man gar nicht in der Veranstaltung. Dann ruft man zur Entscheidung und man hat so Angst, so Menschenfurcht. Warum? Ich glaube, Luther war es einmal, der gesagt hat, Buße tun, also sich zu bekehren, ist ein fröhliches Geschäft. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn ein Mensch umkehrt, dann freuen sich die Himmel. Bischof Kiwenger hat gesagt, dann spielen die Engel Gitarre. Und ich sage Ihnen, viele in diesem Raum, die schon bekehrt sind, die freuen sich doch mit Ihnen. Also man muss keine Hemmungen haben. Ich möchte es noch einmal sagen, legt die Hemmungen ab und entscheidet euch heute für Jesus. Ich fand den Vers gut vorher. Der Sommer ist vorüber, die Ernte ist vorbei. Es gibt übrigens deutsche Übersetzung, steht es auch so. Und noch immer sind einige nicht gerettet. Natürlich, man kann das hinauszögern. Man kann außerhalb einer Evangelisation sich bekehren. Aber es sind schon besondere Augenblicke. Es wurde doch gebetet. Und der Geist Gottes redet. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, Sie haben vielleicht nie mehr eine Chance. Heute ist die letzte vielleicht. Der dritte Grund, warum man vielleicht keine Gewissheit hat, ist, wenn man Sünde toleriert. Das ist vor allem, wenn man sehr ein sensibles Gewissen hat und wenn man den Eindruck hat, es ist eine schlimme Sünde, die man gemacht hat. Und plötzlich verliert man die Gewissheit. Wir haben das in unserer Gemeinde erlebt, haben sich Leute für Jesus entschieden, waren auf dem Weg mit Jesus und dann irgendwie sind sie von Jesus weggekommen. Dann bekamen sie wieder Sehnsucht nach Jesus, sind zurückgekehrt, haben ein Gespräch gesucht, haben gebetet, haben einen neuen Anfang gemacht, sagte Herr Jesus, es tut mir leid, dass wir weggelaufen sind. Ich fange noch einmal ganz neu an, komm neu in die Mitte meines Lebens, haben eine Erneuerung gemacht. Dann haben sie manchmal gesagt, weißt du Beat, wenn wir vor 5 Stunden gestorben wären, wären wir vielleicht in der Hölle gelandet.
Ich habe manchmal gedacht, ich bin nicht sicher, ob das so ist, aber sie haben es so empfunden. Und vielleicht gibt es Menschen unter uns, die haben sich bekehrt, aber sie leben so inkonsequent mit Jesus, dass sie wie die Gewissheit verloren haben, dass sie denken, ja also, nein, mich kann Gott letztlich nicht annehmen. Dann machen sie einen neuen Anfang mit Jesus, eine neue Entscheidung, machen sie ganze Sache mit Jesus. Und wenn sie das möchten, bleiben sie auch zurück und machen sie das fest. Da lade ich vor allem die Teenager ein. Bei Teenagern ist das manchmal so, man hat sich als Kind mal bekehrt und dann kommt man so in die Pubertät, das ist schwierig und Jesus und so weiter und plötzlich weiß man nicht mehr, wo er ist. Dann mach es noch einmal fest mit Jesus. Im Teenie-Alter ist das das Beste, was man tun kann. Aber auch andere, selbstverständlich, die Jesus irgendwo an den Rand gedrängt haben. Bleiben Sie sitzen. Und der letzte Punkt, der ist mir sehr wichtig. Es gibt Menschen, die haben keine Gewissheit, weil sie unter Schwermut leiden, unter Depressionen. Ich weiß, es gibt auch depressive Menschen, die haben diese Gewissheit. Das ist ein Wunder. Aber manche haben es nicht. Das sind treue Gotteskinder. Die leben bewusst mit Jesus. Aber irgendwie sind sie so in einem finstern Tal, wie die Bibel das sagt, dass sie nicht glauben können, dass es ihnen selber gilt. Wissen Sie, was solche Leute brauchen? Die brauchen immer wieder den Zuspruch. Den Zuspruch, dir hat Jesus vergeben. Ich habe das erlebt, das war meine erste Stelle als Pastor. Ich machte die ersten Hausbesuche. Ich komme in ein Haus, da saß ein vielleicht 80-jähriger Mann in tiefsten Depressionen. Und er hat mich praktisch begrüßt mit den Worten, ich gehe in die Hölle. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, haben Sie sich mal bekehrt? Sagte er, ja, in jungen Jahren, aber das war nichts. War aber immer in der Gemeinde, aber es war nichts. Habe ich gesagt, gut. Weil ich ja nicht dabei war, Sie können sich noch einmal bekehren, wenn Sie möchten. Ich erkläre Ihnen jetzt noch einmal sorgfältig den Weg. Habe es nochmals erklärt. Dann habe ich gesagt, möchten Sie es? Ja, ich möchte das. Möchten Sie es wirklich? Ja, ich möchte das wirklich. Dann haben wir miteinander gebetet. Hat Jesus die Sünden bekannt, Jesus ins Leben aufgenommen. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt dürfen Sie wissen, dass Sie gerettet sind. Ich bin Ihr Zeuge. Und dann ging so ein Leuchten über sein Gesicht. Er sagt, ja, wirklich? Ja, ganz sicher. Als ich ihn ein oder zwei Wochen später wieder besuchte, war er wieder im Loch. Nun habe ich ihn nicht mehr zu Jesus geführt, weil ich wusste, er hat das wirklich gemacht. Sondern ich habe ihm gesagt, hören Sie mal, ich bin Zeuge, dass Sie Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben. Sie haben gesagt, ich habe das ehrlich gemeint. Sie dürfen es wirklich wissen. Und dann ging wieder ein Leuchten über das Gesicht. Ja, meinen Sie wirklich? Ganz sicher. Als er das nächste Mal kam, war er wieder im Loch. Ich habe ihm das wieder zugesprochen. Und so ging das in der ganzen Zeit, bis ich dann die Gemeinde wieder verlassen habe. Meine Freunde, vielleicht sind Sie so. Sie sind ein Gotteskind. Sie wollen mit Jesus leben. Aber Sie haben tiefe Depressionen und diese Gewissheit nicht. Dann brauchen Sie immer wieder den Zuspruch. Und dann möchte ich Sie bitten, bleiben Sie jetzt auch zurück. Dann können wir Ihre Bekehrung einmal anschauen. Wir können mal prüfen, wie haben Sie sich bekehrt? War das gut? War das richtig? Und wenn wir unsicher sind, können wir es noch einmal festmachen mit Jesus. Und wenn wir wissen, doch, es ist gut, dann können wir Ihnen im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Und das gibt ein gewisses Licht in Ihre Dunkelheit hinein. Also ich möchte Ihnen einfach Mut machen. Heute Morgen, dass niemand nach Hause geht, der es nicht hundertprozentig weiß. Jesus hat mir vergeben, Jesus hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben. Meine lieben Freunde, das wäre wirklich, wirklich schade. Bitte quälen Sie sich jetzt nicht, sondern lassen Sie sich auf Jesus ein.